Er ist ja schon ein alter Hase, hat ja schon ein Jahr Fischtorm-Pinguins hier auf dem Buckel. Max Schaludek, Max, wie war das erste Training? Wir haben gehört, heute Morgen soll es sehr hart gewesen sein. Ja, es war hart. Es ist immer, die erste Einheit ist immer ein bisschen viel Laufen, ein paar Passübungen, dass die Pässe ankommen. Aber ich glaube, dass das normal ist, wenn man in der Vorbereitung ist. Und ich glaube, wir Jungs sind alle fit. Dann ist das kein Problem für uns. Der Ben Doucet muss die Nachfolge von Mike Stewart antreten. Das sind große Fußspuren. Merkt man das, dass der Trainer sehr ehrgeizig ist, dass er auch sehr hart sein will, auch gar nicht erst die Zügel zu locker lassen will? Ja, ich glaube, das ist normal, wenn ein neuer Trainer kommt, dass er seine Philosophie reinbringt. Und ich glaube, ich bin vom neuen Coach überzeugt, dass er uns als Team formt. Und ja, der wird genauso gute Arbeit machen wie der Mike. Es sind ja viele neue Spieler dabei, technisch sehr starke Spieler. Wenn man das gesehen hat, ein David Stieler oder auch ein Jordan Owens. Hast du schon so einen Typen erkannt, wo du sagst, boah, der ist aber echt stark? Ja, klar, die neuen Jungs habe ich schon beobachtet. Muss ich sagen, sehr technisch visiert. Sehr gut für uns, dass wir einen Ausgleich in den Reihen haben. Sehr gute Jungs, muss ich sagen, bis jetzt. Täuschter Eindruck oder könnte man sagen, dass die Pinguins stärker besetzt sind als vergangene Saison? Ich würde nicht sagen stärker, aber hat sich halt in manchen Positionen was verändert. Und ich glaube, dass wir trotzdem eine starke Truppe haben. Ob sie jetzt besser ist, kann ich nicht sagen. Da muss die Saison erstmal losgehen. Aber ich glaube, Bremerhaven hat immer jedes Jahr eine gute Mannschaft.